Solche Kugeln gibt es nur auf dem Merkur. Forscher nennen sie Holos. Die unregelmäßigen Vertiefungen entstehen, wenn chemische Stoffe aus dem Boden entweichen und verdampfen. Die amerikanische Raumsonde Messenger hat sie auf dem innersten Planeten unseres Sonnensystems entdeckt. Er ist unserem Zentralgestirn dreimal näher als die Erde. Als die Sonde 2008 den Merkur erreichte, war mehr als die Hälfte seiner Oberfläche noch völlig unbekanntes Terrain. 4 Jahre lang hat Messenger den sonnennächsten und kleinsten Gesteinsplaneten ins Visier genommen, mit gleich 7 Instrumenten. Aus immer kürzeren Entfernungen hat die Sonde detailreiche Fotos gemacht und die Strahlung des Planeten in unterschiedlichen Wellenlängen untersucht. Die Kamera zeigt uns Gestalt und Struktur der Oberfläche. Das Spektrometer sagt uns etwas über deren mineralische Zusammensetzung und über atomare Bestandteile der Atmosphäre. Die ist beim Merkur sehr dünn und wird deshalb auch Exosphäre genannt. Die Forscher wollen vor allem wissen, wie ist der Merkur entstanden und wie hat er sich verändert mit der Zeit. Merkur ist ein sonderbarer Planet mit 10-mal so starker Sonnenstrahlung wie auf der Erde. Ein Tag dauert dort 176 Erdentage, ein Merkurjahr dagegen nur halb so lange. Merkur ist ziemlich klein, nur wenig größer als der Mond. Seine Sonnenseite wird bis zu 430 Grad Celsius heiß. Im Schatten herrschen bis zu 170 Grad Kälte. Die in mühevoller Puzzlearbeit entstandene Landkarte des Merkur haben die Forscher dann mit Aufnahmen in unterschiedlichen Lichtspektren kombiniert. Und aus den Messenger-Daten eine Gesteinskarte geschaffen. Damit lassen sich unterschiedliche Minerale nun auf einen Blick erkennen. Mit dieser Gesteinskarte können die Forscher am Merkur nachvollziehen, wie sich Gesteinsplaneten dereinst entwickelt haben. Bei der Erde können wir das nicht mal nachvollziehen. Da haben wir das Wetter, da haben wir Wasser, da haben wir Erosion. Das heißt, alles, was ursprünglich mal da war, ist mehrfach überarbeitet worden. Bei Merkur haben wir das alles nicht. Das heißt, da können wir wirklich schauen, was war denn das ursprüngliche Material, aus dem die terrestrischen Planeten mal entstanden sind. Die große Überraschung: Merkurs Oberfläche unterscheidet sich von den anderen Gesteinsplaneten. Sie enthält viele flüchtige Stoffe wie Schwefel und Chlor. Jahrzehntelang fragten sich Forscher, gab es Vulkanismus auf dem Merkur? Dass er sogar eine prägende Rolle spielte, hat die Raumsonde gezeigt. Diese glatten Täler wurden von heißer, schnell fließender Lava geformt. 2012 gelang Messenger am Nordpol des Merkur eine aufsehenerregende Entdeckung. In Kratern, die immer im Schatten liegen, fand die Sonde Eis, verborgen unter einer dunklen Schicht mit organischen Molekülen. Beides könnte durch Einschläge von Kometen und Asteroiden auf den Merkur gelangt sein, die diese Stoffe aus den Tiefen des Sonnensystems mit sich brachten. Bald wird der exotische Planet wieder Besuch von der Erde bekommen. 2017 soll Bepi Colombo starten. Eine europäisch-japanische Mission. Sie wird Merkur mit gleich 2 Forschungssatelliten ins Visier nehmen und Messengers Arbeit fortsetzen.